Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber in letzter Zeit ist mir immer so schlecht. Hast du was Falsches getrunken oder hast du zu viel gegessen am Wochenende? Nein, das ist auch nicht da. Vielleicht bin ich schwanger. Meine Mama war immer schlecht in den ersten Schwangerschaftswochen. Na, ich und schwanger? Na, das geht nicht da. Du hast ja einen Freund. Na, lass es mir Ruhe. Jetzt bin ich total verunsichert. Naja, wir haben schon miteinander geschlafen. Nein, das kann nicht sein. Oder doch? Dann besorge ich mir zur Sicherheit doch noch einen Schwangerschaftstest. Aber was bedeutet das eigentlich für meine Zukunft? Ich muss da mal was sagen. Was ist denn? Was ist denn los? Ich bin schwanger. Was? Wirklich? Ja. Ach, wir sind ja noch so jung, dass das auf einmal so schnell passiert. Nicht. Aber weißt du was? Du brauchst da keine Sorgen machen. Das machen wir schon. Danke, Schatz. Bitte. Hallo. 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 Ich muss Henk was sagen. Sitz nieder. Danke. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber ich bin schwanger. Bitte was? Ich bin schwanger. Schwanger? Ja. Jetzt erzähl keine Märchen. Bist du wirklich schwanger? Ja, ich sag's dir ja. Mit 14 Jahren? Ja. Das geht einmal sowas von gar nicht. Was stellst du dir deine Zukunft vor? Wie soll das weitergehen? Was haben Sie für ein Problem? Ich bin schwanger. Haben Sie Schmerzen oder irgendwelche Beschwerden? Mir ist in der Zeit übel und ich bin brutal verzweifelt. Ich bin auch verzweifelt, aber ich werde Sie in der ganzen Zeit unterstützen und bei ihr bleiben. Wann sind Sie denn darauf aufmerksam geworden, dass Sie schwanger sind? Letzte Woche durch die Aufmerksamkeit meiner Freundinnen. Sind deine Eltern unterwegs? Ja. Herein. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Ja, ebenfalls. Ich bin Frau Giesemann. Ja, so, ich bin wirklich einmal geschockt, dass meine Tochter mit 14 Jahren schon solche Bedürfnisse hat. Besonders wichtig ist es jetzt, dass Sie Ihre Tochter in dieser Situation unterstützen. Sie kann sich jederzeit an mich wenden, wenn sie möchte, und ich würde Ihnen raten, einen Frauenarzt aufzusuchen. Ich wollte mir noch ein Weich entschuldigen. Das ist für die Hochberatung. Aber wir schaffen es zusammen. You sweep me off my feet every time that our eyes meet and you lift me up and change the way that my heart feels. The words that you say take my troubles away. A day that you're gone just seems to drag on and on. You sweep me off my feet every time that
our eyes meet and you lift me up and change the way that my heart feels. The words that you say and the memories made, they give me a feeling. I feel like I'm dreaming each day.